Was geht, Freunde? Mein Name lautet Danny Burnage. Und jetzt mal ohne Witz, aber wie lange habe ich eigentlich schon dieses Intro? Also ich kann mich noch an mein allererstes Video erinnern, wo ich ungefähr mein Intro so ausgesprochen habe. Hallo Leute, hier ist Danny Burnage. Und mittlerweile hat sich das schon wirklich so komisch reinintegriert, dieses Danny. Und ich kann gar nicht mehr ohne, um ehrlich zu sein. Und kommt schon, Leute, kennt ihr irgendeine Begrüßung, die behindert ist? Das ist meine. Kennt ihr eine? Seid ehrlich. Ich glaube nicht, es gibt eigentlich gar keine behinderte Begrüßung als meine. Aber ist auch egal. Und zwar im Hintergrund seht ihr ein Gameplay, was ziemlich unerwartet ist, denn es war ziemlich krass. Schaut es euch auf jeden Fall die ganze Zeit an, denn es ist wirklich heftig. Denn das Übelste an diesem Gameplay ist einfach, ich erzähle euch mal die Story. Und zwar, ich habe einen Livestream gemacht und auf einmal irgendwie hatte ich keinen Bock mehr auf den Livestream, weil ich übel Kopfschmerzen hatte, weil die Verbindung einfach in diesem Spiel nicht geklappt hat. Hab mich übel angekotzt, Alter. Ich war so sauer, richtig wütend. Und dann dachte ich mir so, okay, Danny, es hat gar keinen Sinn, Livestream jetzt zu machen. Beendest du dir den und hörst auf zu zocken, denn das ist immer das Beste. Wenn ihr nicht könnt, dann zockt einfach nicht weiter, macht eine Pause. Denn je mehr ihr euch aufregt, ohne Scheiß, ihr werdet immer schlechter. Ihr werdet so schlecht, Alter, bis euer Kopf explodiert. Dann seid ihr immer, dann seid ihr nicht nur schlechter im Kopf, dann seid ihr auch schlechter im Game. Dann seid ihr überschlechter, keine Ahnung, das ist einfach, man sollte nicht weiter zocken, wenn es gar nicht geht. Man hat manchmal seine Phasen, da geht's nicht. Und vorher war ich wirklich glühend, Alter, saß ich da und mir war wirklich warm und dachte mir so, scheiße, Alter. auf jeden Fall, zocke ich hier mit der AK, ja, jetzt nicht mehr, jetzt mit der Vector, die habe ich aufgehoben, weil meine Munition leer war. Aber mit der AK habe ich hier gezockt und diese Waffe ist doch schon ziemlich geil. Und es ist wieder dieselbe Map, wieder, Danny, dieselbe Map. ja, ich muss sagen, diese Map ist extrem geil. Ich liebe die über alles, Alter. Vor allem im Fly for alle. Oh, Alter, das ist besser als ein Porno. Ne, ohne Witz, diese Map ist extrem geil. Gefällt mir richtig gut. Und übrigens ist es wieder ziemlich spät und ich will meine Nachbarn nicht aufwecken. Ich tue denen mal den Gefallen und bin ein bisschen leiser. Und hier habe ich auch meine 13er Killstreak bekommen und ich dachte so, das könnte jetzt eine werden, aber nein, 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 würde es definitiv nicht. Ich meine, guck mal, schaut euch mal an, wie ich rumrushe. Ich glaube, könnt ihr euch noch an die erste KM-Strike, die ich hochgeladen habe, erinnern? Und die war ja halt auf derselben Map mit der Honey, Badger. Ja, endlich habe ich mir den Namen gemerkt. Und ja, und jetzt bin ich aber übel rumgerusht. Ich bin durch die ganze Map gerusht. Ich hänge nicht nur hier hinten rum. Also ich denke, das ist jetzt ein wirkliches Highlight, muss ich sagen. Da bin ich richtig stolz drauf. Und ganz genau. Zum Thema Livestreams, ich will jetzt auf jeden Fall mehr Livestreams machen. Ich liebe es zu Livestreamen, aber es ist irgendwie immer so ein Druck irgendwie, weil, ja, ich weiß nicht, also man will ja immer gut sein, aber man kann nicht immer gut sein. Auch ich bin nicht immer gut, nicht immer perfekt, sage ich mal. Ich bin jetzt nie so richtig übel schlecht, aber jetzt auch nicht immer so übertrieben gut. Und schaut euch mal an, wie ich die weghole, Alter. Wer will sich mit Danny Burnage hier anlegen, Alter? Verpisst euch alle, Alter. Und da waren noch zwei Amerikaner drin, die haben die ganze Zeit gelabert. Ich weiß nicht, ob ihr die hören könnt. Aber ist auch vollkommen egal. Und zum Schluss, da müsst ihr mal drauf achten, da hat gar keiner mehr gesagt. In der Lobby haben die ganze Zeit gelabert, so irgendeiner. Und die haben auch was gelabert, so. Haben sich auch aufgeregt und dann zum Schluss in der Lobby. Keiner sagt was. und ja. Auf jeden Fall habe ich wirklich geile Projekte mittlerweile am Start, so mit Call of Duty Ghosts. Und viele Leute fragen mich auch, sag mal, Danny, wie bist du eigentlich so gut geworden? Und ich muss sagen, ich bin immer gut in Sachen, die mir wirklich Spaß machen. Zum Beispiel Snipen macht mir auch in dem Spiel Spaß und demnächst kommt auch ein Sniper-Commentary. Und ja. Und dann wollte ich mich noch bedanken für euren Support, denn ich weiß nicht, in letzter Zeit, ihr unterstützt mich einfach so extrem und es läuft einfach ziemlich gut gerade. Und ja, dafür wollte ich mich auch nochmal bedanken. Und ganz genau. Ja, das war's eigentlich. Auf jeden Fall wird noch ein Sniper-Commentary kommen. Und gleich habe. Oh, hat mein Herz hier geklopft, Alter. Hat das hier geklopft, Alter. Ich dachte so, what the fuck, Alter. Du kriegst die doch nicht ernsthaft. Ich dachte jetzt ernsthaft, dass ich wirklich sterbe. Ihr seht auch, ich renne einfach raus. Ich spiele nicht defensiv oder so. Und jetzt hole ich die raus. Und ich finde das immer so episch, Alter, wenn sich diese Map so transformiert. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Auf jeden Fall, vielleicht kommt noch mit dem Giorgio auch so ein kleines Minecraft-Projekt, wo wir ein bisschen zusammenbauen. Einfach mal sehen, wie es ankommt. Könnt ihr dann bewerten. Ein Video kommt dazu, wo wir ein bisschen miteinander labern, ein bisschen was bauen und ein bisschen Scheiße bauen und so ein Scheiß. Ganz genau. Und ich bedanke mich fürs Zuhören schauen und lasst jetzt einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt. Das ist immer sehr, sehr nett von euch. Ich
Ich würde euch abschlecken, Alter. Ich würde euch so abschlecken, Alter, wenn ich hier wäre, ohne Scheiß. Auf jeden Fall, lasst jetzt einen Daumen nach oben da und abonniert jetzt meinen Kanal für besseren Sex. Und dieser Spruch, der ist schon ziemlich alt. Übrigens, ich will mir ein neues Intro machen lassen, weil das ist schon so alt. Und ich will mal wieder was Neues haben. Also, wer sich bereit erklärt, wie mir was zu machen, so ein richtig geiles Dubstep-Intro. Also, ich habe den Gefallen an Dubstep gefunden. Tut mir leid, ist aber so. Und, oh, das Game ist vorbei und ich rede weiter. Scheiße, war nicht so geplant, Leute. Aber ganz genau, dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss!